Einen wunderschönen guten Abend. Ja, hi. Es ist wieder Dienstag. Letztes Mal ist ausgefallen. Heute geht's weiter mit Schicksalsklinge. Alex, ja, jetzt stream. Das ist richtig. Okay, ja, ich würde sagen, genau, einfach so ganz ungeniert, direkt Spore der Liebe an alle, Spore an dich zurück, der Liebe und so weiter. Gipfelkaktus, hi. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war unterwegs. Ich habe es nochmal versucht im Dungeon und bin kläglich gescheitert. Und dann habe ich gesagt, ich reise. Das ist allerdings auch nicht so viel besser. Wer hat die Schüssel schon wieder leer gemacht? Der Boris, der liegt auf dem Stuhl. Der liegt auf dem Stuhl von Spülmaschinen-Ausmachmann, weil der Spülmaschinen-Ausmachmann sich nämlich aufs Sofa gelegt hat. Und ihr wisst ja, wie das ist. Die Stühle, auf denen die Menschen sitzen, sind die besten Stühle. Und deswegen setzt man sich sofort auf den Menschenstuhl, sobald der Mensch nicht mehr auf seinem Stuhl sitzt. Du verpasst so viel, Boris. Draußen ist ganz viel los. Du musst unbedingt aus dem Fenster gucken, in dem du in deiner Schüssel liegst. Vielleicht später. Oder, Moment, ich kann mal gucken, ob ich ihn mit Leckerchen dazu bringe. Wisst ja, Katzen sind bestechlich. Leckerchen. Hallo, Sagoya. Okay. So. Wo war ich? Ich war jetzt ja am Wochenende in Aventurien. Auf Con. Das war auch sehr schön. Wir hatten Bombenwetter. Und es war sehr, sehr, sehr nett, mal nach so langer Zeit mal wieder richtig zu laben mit allem drum und dran. Mit Zelt und Lager und allem Pipapo. Hallo Kai! Er isst aus der Schüssel und schläft darin. Aha. Das große Turnier, wie das war, ich fand es sehr, sehr schön. Es war super, super schön. Ganz, ganz viel Ritter und Liebe zum Detail, ganz viel Deko und tolle Kämpfe, tolle Gewandung, leckeres Essen. Es war einfach super. Kai hat kein Bild. Bei mir wird Bild angezeigt. Vielleicht sonst den Stream nochmal neu laden bei dir, Kai. Also bei mir wird alles richtig angezeigt. Ich hab doch, dass ich leicht bin und so. Bildung Katze ist da. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Also ich habe auf jeden Fall gespeichert. Rukian bin ich. Ach, wo habe ich das denn jetzt aufgeschrieben, wo ich hin will? Gut, gut. Ah ja. Fellstein zu Islaif Olgason.
alles klar. Gut, dass ich mir Notizen gemacht habe. Hallo Jill! Nee, da komme ich her, genau. Okay, da muss ich wahrscheinlich eher dahin. Oder? Also wieder zurück. So groß ist das hier ja nicht. Oder da. Hä? Nee. Doch, das war schon richtig eben, ne? Wo muss ich hin? In die andere Richtung. Aber warum steht denn da zurück nach? Oder habe ich mich verlesen? Also ich bin hier. Ich bin in Rukia und ich will nach Angbodiertal. Nee, da ist doch richtig. Fähre nach Angbodiertal. Deine Gruppe ist sehr erschöpft. Da es bereits spät am Abend ist, entscheidet ihr euch, hier Rast zu machen und die Nacht zu verbringen. Alles klar. Doch, Boris, du hättest auch in deiner Schüssel bleiben können. Er hat seine Schüssel nicht leer gegessen? Was ist los? What is wrong with you? Kette. Okay, Kräuter sammeln. Ah, Moment. Jetzt kann ich... Da, ich kann mir die Talente angucken. Silberlied, Natur, Pflanzenkunde 6. Wildnisleben 6. Durchswitchen, das ist super. Da, was kann sie? Pflanzenkunde 4. Wildnisleben 3. Also Silberlied ist die Jägerelfe. Stunden soll gesucht werden. 2 ist, glaube ich, ganz gut. Nummernblock. Ach nee, Nummernblock nimmt er nicht. Alles klar. Ja, sie
Ich entdecke leider keine Kräuter, sondern Scheibenkleister. Immerhin Wasser. So. Wachen aufstellen. Badobar. Mucho-Bär. Alrico. Und dann schlafen wir mal. Dramatische Musik. Oh nein. Ein Löwe. Angreifen. Löwe. Normal. Das hat nicht viel gebracht. Schießen, oder? Nee, kann ich nicht. Ein Löwe. Zwei Löwe. Drei Löwe. Gut. Bin ich richtig gut. Auf den Löwenpopo schießen. Bewegen? Nein. Ach, bewegen. Und angreifen. Piu. Normal bitte. Du kannst einen Zauber sprechen. Und zwar, wie wär's mit Kampf? Du bist Kampfmagierin. Ein Blitzstich findest du doch nicht schlecht. Oh. Ich will den auch nicht auf ein leeres Feld zaubern. Was denkst du denn von mir? Ich glaube, der Zwerg steht im Weg. Ich glaube, ich muss mich erst bewegen. Da. Mhm. Nein, verdammte Scheiße. Oh, wieso? Jetzt habe ich Alrigo geblitzt, Dings. Oh, dieses Spiel macht mich fertig. Boah, 10. Die kann was. Oh, das ging schnell. Okay. Abwarten. Nee, sichern hier. Stimmt. Der Löwe ist ja kaputt. Ich muss den anderen angreifen. Den hier. Komm.
Dass das geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was meinst du, dass man seine Freunde verzaubern kann? Friendly Fire? Ja, das geht leider. Ziemlich kacke. Okay. Weiterreisen. Am Wegrand erkennt ihr eine einladende Lichtung. Es scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Wollt ihr den Tagesmarsch bereits hier beenden? Nein. Komische Löwen. Hat der Löwe gerade wie ein Mensch? Ja, hat er. Ich laufe hier einfach alles mal ab. Da ist ein Tempel. Effa-Tempel. Nett. Mein Wunder hier. Meine Bitten werden nicht erhört. Naja, gut. Wo müssen wir hin? Wie heißt das Graf? Oplock. Deine Gruppe ist sehr erschöpft. Da es bereits spät am Abend ist, entscheidet ihr euch, hier Rast zu machen und die Nacht zu verbringen. Okay. Nur das gleiche Spiel nochmal. Würfelkraut, yippie! Wasser. Cool. Okay. Oh. Ein Riegel liegt vor der Tür. Wollt ihr in das Haus einbrechen? Gleicht euch, ihr Bettlerpack. Er hat einen Haken. Ein Tempel. Ein Fex-Tempel. Da spende ich was. Der
weiter am Opferstock, bedankt sich freundlich. Mhm. Eure Bitten werden nicht erhört. Daring Paw, was da diehst du? Ah, eine Herberge. Hippie. Ich glaube, sind wir hungrig und durstig? Oh, geht. Zwar bekommt ihr hier nicht gerade ein Festessen, aber es ist auf jeden Fall gute Hausmannskost. Schönen guten Abend, Hopzui. Und wo bleibt die Erleuchtung? Wo ist das goldene Licht? Ja, das erwarte ich auch immer, wenn ich in einem Tempel spende. Ich halte es nicht aus, die Nordland-Trilogie. Ich fühle mich gleich um Jahrzehnte jünger. Ich mich irgendwie nicht, wenn ich das spiele. Aber ich freue mich, dass du dich jünger fühlst. Also Rich. Zimmer mieten. Genau, da war ja was. Schlafsaal reicht. Zwei Nächte. Schlafen gehen. Ich glaube, ich bin noch nicht mal Stufe 2 mit den Charakteren. Nee, immer noch Stufe 1. Oh mein Gott, das dauert so ewig. So, wie heißt das nächste Kraft? Da haben wir einmal Bodon. Und Willenheim. Also auf nach Willenheim, würde ich sagen. Hä? Warnheim? Willenheim? Warnheim? Bin verwirrt. Heißt das jetzt? Was genau ist große Queste? Gucken. Das, nein, das ist nicht die richtige Richtung. Ah, falsch. Total abgekackt hier. Verdammt. Wir müssen das Schwert finden. Schicksalsklinge. Um die Orks zu beeindrucken. Ich will aber nicht nach Andergast, Fenrir. Andergast stinkt. Hm.
diesmal macht Mutobär die erste. Und Alrigo die zweite und Bardobar die dritte. Ah, nein, ich... die Gelegenheit gehabt aufzudrehen. Ah. Ah, ich mit meinem schnellen Klickfinger. Vor euch seht ihr einen kleinen, aber reißenden Bach, über den sich wohl ursprünglich einmal eine Hängebrücke spannte. Die Reste selbiger hängen zu beiden Seiten auch noch herunter. Der Bach selbst schäumt und gurgelt und scheint nicht leicht zu überqueren zu sein. Von Durchschwimmen erst gar nicht zu reden. Wollt ihr euch nach einem besseren erhaltenen Übergang umsehen, versuchen eine Selbstkonstruktion... Ich möchte wieder zurück. Ist Nessie eigentlich alt genug, um das Original damals am PC gespielt zu haben? Nein! Oh, Nico! Ja, hört auf, Nico. Ich bin nicht alt. Nein. Nein. Hey, Nico. Schaltest immer genau dann mit ein oder meldest dich zumindest, wenn ich hier ablose und irgendwelchen Kack mache. Schlafen. Ach nein, nein, ich muss erst hier. Genau. Dann werde ich ungeduldig und unkonzentriert und dann passieren Dinge. Mutschubär. Nessie ist gerade alt genug, um dieses Spiel jetzt spielen zu dürfen. Genau. Chill. Chill hat Ahnung. So, umkehren. Das war eine schöne Brücke. Ich wollte euch unbedingt mal diesen Bach und die Brücke zeigen. Also das letzte Mal, als ich da war, war da ja die Brücke noch. Jetzt hängt sie ja so runter. Aber ich freue mich, dass ich euch diesen Ort mal zeigen konnte. Aber jetzt können wir wieder zurück. Oh nein! Sprechende Löwen! Sightseeing auf aventurisch. Ja, landschaftlich schöne Gegend hier. Wegen. Angreifen. Piu, piu. Du könntest schießen. Schön. Löwen sind praktisch, die haben zwei Kästchen, die man angreifen kann. Haha. Die meisten Leute schauen auch nur zu, weil ich mir hier die ganze Zeit einen abgrummel, weil ich immer daneben klicke.
Irgendwie das Gefühl, die hat gar nichts in der Hand. Müsste sie nicht einen Stab haben? Okay, ich muss den auch nicht ständig mit einem Blitz, ich finde, verzaubern. Jedes Mal aufs Neue. Boris grummelt nicht. Boris grübelt. Okay, hat gerade meine Magierin 6 Trefferpunkte gemacht. Finde ich ja nicht schlecht. So, du musst nicht zaubern, du kannst auch schießen. Du nicht von so nahe schießen, aber du kannst schießen. Ich weiß das. Ja. Sehr gut. Also. Hä? Nein! Ach, man kann sogar... Man kann seine Kameraden angreifen. Wie blöd ist das denn? Stirb endlich, du blödes, sprechendes Löwending. Gültiges Ziel. Ah, also. Geht doch. Okay. Diesmal will ich wirklich weiterreisen. Frosch erkennt hier einen. Nein, wir reisen weiter. So, da sind wir wieder. Ich möchte woanders hin. So, irgendwo hier. Da. Das könnte der richtige Ausgang sein. Ja, Wilhelm, da will ich hin. Schon Essen machen wird überbewertet. Die waren gerade eben 2 Tage lang in der Taverne, in der Herberge und haben gegessen und geschlafen. Ich finde, das ist schon okay. Apropos trinken. Er hat Kopfhörer auf, er hört mich nicht. Ey. Spülmaschinen ausräumen, Mann. Nein, er hört mich nicht. So, Silberlied. Nein, das. Schuringknolle und ein eitriger Krötenschemel. Nett. Silmaria findet was. Sie findet nirgends Wasser. Oh. Aber sie kann etwas Essbares erlegen. Das ist doch schön. Brida. Zaubern? Leider misslungen. Schade. Ups.
Villenheim. Das scheint etwas größer zu sein. Travia zum Gruße, liebe Gäste. Tretet näher, im ganzen Ort findet ihr keine sauberen Betten. Sagt, womit ich euch dienen kann. Was wir hier wollen, frag ich mich auch. Aha, ein Willkommenstrunk wäre nicht schlecht. Mhm. Die Götter mit euch, mein Freund. Die Götter mit euch, mein Freund. Wir sind freundlich. So viel der Ehre für einen einfachen Gastwirt. Weil wir übertreiben, musst du es nicht auch tun. Mhm. Wie dankbar er ist, wenn man etwas Nettes sagt. Oh Gott. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Der große Bodier. Mhm. Gibt es jetzt was umsonst, weil wir so viel rumgeschleimt haben? Nee? Schade. 17 Silberstücke. Tja, gute Hausmannskost ist nicht zu verachten. Günstig hier in Villenheim. Frieda könnte meditieren. Glücklich er ist, wenn er mal nicht auf den Fußboden kotzt? Wer? Nee. Huh. Oh, ich bin doch eingebrochen. Wie cool, aber ich finde nichts. Da war ich gerade. Mist. Okay. Ah, der Tempel. Sehr gut. Warum werden meine Bitten nicht erhört? Das war nochmal grau. Warte mal, grün, war das nicht eine Schmiede? Ja. Ich mag das Lied, wenn du zu einer Schmiede reinkommst irgendwie. Nichts beschädigt. In der Schmiede sieht man kaum die Hand vor Augen. Der Raum ist erfüllt von Wasserdampfschwaden und dem Rauch der Esse. Ein Mann mit bloßem Oberkörper, breit wie ein Kleiderschrank und mit Armen wie Bäumen, bearbeitet gerade ein Stück Metall, das wie eine Schwertklinge aussieht.
Was kann ich für euch tun? Erstaunlich, wie ihr das macht. Und diese Kraftmeierei soll nun Handwerk sein? Jetzt verstehe ich, warum euch niemand bestiehlt. Gelernt ist eben gelernt, Leute. Gefällt euch dieser Gestank etwa? Hauptsache, es stellt euch zufrieden. Wir müssen alle zufrieden mit unserem Los sein. Diese ausgewürfelten Sätze sind so merkwürdig. Hauptsache, es stellt euch zufrieden. Ihr seid wirklich zu bedauern, dass ihr nie dieses Glück empfinden werdet. Unser Weg ist leider ein anderer. Viele Wege führen zum Glück. Da haben wir aber Glück gehabt. Viele Wege führen zum Glück. Oh Mann, irgendwie spinnt mein iNet heute. Chat total verzögert. Router nochmal neu starten, Rechner nochmal neu starten. Haben wir irgendwelche kaputten Waffen? Und wenn ja, woran erkennt man das? Dies ist ein Rapier. Doch, sie hat einen Stab in der Hand. Dies ist ein Schwert. Letzte war grün, grün war Schmiede, da hatte ich dann recht. Und grau. Grau, grau, grau. Was wollt ihr denn hier? Verzeihung? Shop. Was gibt's bei dir so? Zeug. Danke. Ginger Ale. Oh nein, was ist das? Pfirsich Schwepps. Irgendwie wie Tonic, bloß mit Pfirsichgeschmack. Was habe ich denn von allem eigentlich? 10? 4? 4? 4? 3? 4? Ja, okay, das reicht aber auch. Dann gehe ich jetzt nochmal nach Norden in den Shop und guck mal, was es da so gibt.
Okay. Ah, die hat ein bisschen bessere Ausrüstung anscheinend. Was ist das? Eine Flöte. Lakritze. Ein Angelhaken. Ah, den nehme ich mal mit. Obwohl, Kletterhaken sind nicht schlecht. Wie viel wollt ihr kaufen? Ganz schön groß. Auf nach Oberorken. Löwen sind weich, da werden die Waffen nicht so schnell kaputt. So, Oberorden. Gar nicht so klein, das Oberorden. Ja, kein Zutritt hier, ihr Halsabschneider. Gomp 81, hallo. Ja, die Musik ist super, ne? Als ihr das Haus betretet, flüchtet eine Ratte in den Keller. Aha. Ihr verbringt eine Nacht in einer zugigen Zelle, am nächsten Morgen werdet ihr freigelassen. Oh oh. Oh nein. Was kommt davon, wenn man... Oh, ein Markt. Ja, so bin ich halt.
schnell ablenkbar. Oh, Shopping. Wirbelkraut. Das macht in dem Spiel nochmal Wirbelkraut. Es gibt doch auch Lebenspunkte zurück, oder? Ja, shoppen geht immer absolut. Krötenschimmelgift. Aha. Teuer. Ich habe momentan Falschglück. Ich glaube, ich habe nichts zu verkaufen, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, sieht gut aus. So. Von da kam ich, glaube ich. Sonja wollte eigentlich nach Norden. Genau. Ja. Auch nach Feldstein. Das ging ja gut. Überraschend gut. So, jetzt suchen wir Islef Olgersson. Ja, raus hier! Privatbesitz! Nicht der Haken! Elbgrimas Stube. Oh ja. Nachdem ihr die Tür hinter euch geschlossen habt, kommt ihr nur noch mit Mühe vorwärts. Denn die Taverne ist gerammelt voll. Aus den verschiedensten Ecken vernehmt ihr laute Gesprächsfetzen und das Geräusch aufeinanderstoßender Bierkrüge. Es ist ungemütlich heiß und die Luft ist zum Schneiden. Ah, das ist ein Punkt, alles klar. Und die Luft ist zum Schneiden. Der Wirt hat alle Hände voll damit zu tun, die vor der Theke sitzenden Gäste zu bedienen. Da es keinen freien Hocker mehr gibt, stellt ihr euch an die Theke. Der Wirt schaut euch fragend an. Womit kann ich euch dienen? 6 Bier! Der Wirt
füllt ein paar Krüge und stellt das verlangte Bier mit einem fröhlichen Bitteschön vor euch auf die Theke. Danke und der Wirt, der sich schon zum Gehen abgewandt hatte, hält in seiner Bewegung inne und kehrt zu euch zurück. Er blickt euch fragend an. Ist noch was? Ja, ihr kennt euch doch hier aus. Das wohl. Was wollt ihr denn wissen? Kennt ihr vielleicht Isleif Olgason? Ja, ein Same sagt mir nichts, aber vielleicht kann ich euch da anders weiterhelfen. Aha. Ja, mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Naja, dann nicht. Tut mir leid, dass ich euch nicht weiterhelfen konnte. Achselzuckend verlässt ihr euch, um ein paar Bierkrüge zu füllen. Das war ja nicht so hilfreich. Inzwischen haben sich weitere Gäste in der Taverne eingefunden. Es ist jetzt brechend voll und man versteht manchmal sein eigenes Wort nicht mehr. Der Wirt füllt fast ununterbrochen Krüge und knallt sie hastig auf die Theke. Dabei schwappt der eine oder andere Bierkrug über und kommt nur noch halb gefüllt an seinem Bestimmungsort an. Wollt ihr euch weiter an der Theke vergnügen, etwas zu essen bestellen oder die Taverne verlassen? Ich könnte was zu essen vertragen, glaube ich. Ihr bestellt euch eine kräftige Mahlzeit. Es schmeckt gut. Da habe ich ja Glück gehabt. Nachdem ihr bereits eine ganze Weile an der Theke gestanden habt, kommt der Wirt endlich auch zu euch. Bier? Ja, bitte. Der Wirt wartet eure Antwort gar nicht richtig ab. Schon ist er am anderen Ende der Theke verschwunden, um hastig einige Krüge zu füllen. Kurz darauf steht vor jedem ein Bier. Nach einer Weile habt ihr die Bierkrüge geleert. Ihr wartet. Der Wirt hat offensichtlich mehr als genug damit zu tun, andere Gäste zu bedienen und schenkt euch keine besondere Beachtung mehr. Ihr schaut euch ein wenig um. Es hat sich nicht viel getan. Ein paar Gäste haben die Taverne vielleicht verlassen, aber dafür sind andere Besucher eingekehrt. Wollt ihr euch weiter an der Theke vergnügen, etwas zu essen bestellen oder die Taverne verlassen? Vergnügen, natürlich, Vergnügen! Zeit. Ja, muss doch eben schon mal unterhalten. Ihr seht doch, dass ich keine Zeit habe. Schneller als ihr reagieren könnt, ist er wieder am anderen Ende der Theke. Ich glaube, ich warte einfach so lange, bis es nicht mehr so viel los ist. Der Wirt hat offensichtlich mehr als genug damit zu tun, andere Gäste zu bedienen und schenkt euch keine besondere Beachtung mehr. Nach und nach verlassen immer mehr Besucher die Taverne. Als ihr euch umschaut, stellt ihr fest, dass nur noch wenige Gäste vereinzelt an der Theke sitzen. Der Wirt sammelt leere Krüge ein. Dann begleitet ihr einen stark bezechten Gast mit festem Griff zur Tür. Vielleicht ist er ja jetzt irgendwie gesprächsbereit. Der Wirt stellt vor jedem einen gefüllten Krug. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Ist euch noch etwas eingefallen? Ja, vielleicht wisst ihr ja noch etwas mehr. Schon möglich. Aber ich habe zu tun, meint der Wirt und wendet sich einem anderen Gast zu, der ebenfalls an der Theke steht. Nach einer Weile habt ihr die Bierkrüge geleert. Auf euch zu an die Theke. Darf ich euch auf ein Bier einladen? Ja, danke schön. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Egil Ulvirsson. Aha. Er erzählt ein wenig über den Ort. Das Interessanteste, was er euch zu berichten weiß, ist Folgendes. Tardoschs Laden in Oberorken ist eine wahre Fundgrube. Waren wir da nicht gerade?
war noch gerade ein Oberorden. Warum spielst du eigentlich nicht das Remake? Tja. Ich spiele nicht das Remake, weil das Remake nicht so gut sein soll und ich das Remake nicht spielen wollte, sondern die echte, wahre Retro-Version. Aber wenn ich nicht länger Zeit nichts mache, dann macht er einfach irgendwas für mich, habe ich ja das Gefühl. Silber in der Taverne ausgeben, ist jetzt auch nicht so wild. Das geht. Ja, alle die Zechenprobe verkackt. Das ist korrekt. Können wir da erstmal schlafen? Wer liegen kann, ohne sich am Tischbein festzuhalten, ist nicht besoffen. Alte zwergische Weisheit, das gefällt mir, Jill. So, jetzt haben wir es auch wieder Tag. Das ist der Tempel. Orange ist Tempel, hellblau ist Taverne oder Herberge und das ist der Heiler und grau sind Läden und grün ist Schmied. Okay, versuche ich es gleich nochmal in einer anderen Taverne. Öffnet von 11 Uhr bis 3 Uhr. Aha. Was haben wir es denn?
9 Uhr. Okay, das ist nicht mehr so lang. Oh, Ingrim. Cool. Eure Bitten werden nicht erhört. Mann, du Ingrim. Hör doch mal zu. Ah ne, da wollen wir nicht rein. Die Herberge ist uninteressant. Wenn, dann bin ich in die Taverne. Haben da alle Götter die Ohren mit Watte ausgestopft? Ja, anscheinend. Ja, raus hier, Privatbesitz. Hätte ja auch sein können, dass ja der Olgason lebt. Ah, da war ich schon. Firun, den könnte man auch spenden. Vielleicht macht das ja irgendwas, wenn ich allen 12 Göttern gespendet habe. Nee. Boris! Was willst du denn? Willst du raus? Ich will nicht raus, mein Oho, Besuch! Ein sehr alter, weißhaariger Mann tritt aus dem Haus. Was treibt euch denn zum alten Isleif? Hügelichs Spuren. Hügelich? Na, dass sich für den noch einer interessiert. Ihr schaut ihn fragend an. Ihr erzählt ihm eure Geschichte. Nein, wir erzählen ihm unsere Geschichte. Da kann ich ja vielleicht weiterhelfen. Ich kenne da nämlich noch ein paar Leute. Wenn ihr nach Warnheim kommt, könntet ihr euch mal bei Elaine Windenbeck erkundigen. Die weiß so ziemlich zu jedem Thema etwas zu sagen. Hyggelig ist das dänische Wort für Gemütlichkeit, ja, und auch das norwegische. Und hyggelig ist doch gemütlich, ne? Nett, ja, auf Norwegisch doch auch, oder? Ja, ja. Ah. Oh nein, jetzt habe ich mir das nicht gemerkt. Irgendjemand gemerkt, was da gerade stand oder einen Screenshot gemacht? Ich habe mir das nicht aufgeschrieben. No! Okay, das schreibe ich mir jetzt auf.
Ach, wo es für euch eine wichtige Sache ist. Er verschwindet kurz und kommt mit einem Pergamentfetzen wieder. Da sollt ihr den alten Wisch ruhig haben. Ist das Stück einer uralten Schatzkarte, die ich von Hügelig geerbt habe. Vielleicht findet ihr damit ja das Rätsels Lösung. Nett Danke sagen? Tee einer rechts. Geil. So, vom vielen Reden ist meine Kehle jetzt ganz trocken geworden. Ihr bleibt doch noch auf einen Schluck. Ja klar. Das Angebot lehnen wir natürlich nicht ab. Er bittet euch ins Haus und wir standen die ganze Zeit in der Tür. Egal. Ein großes Bier ein und schenkt euch ein großes Bier ein. Eine Stunde später verabschiedet er sich von euch. Schön, dass hier mal wieder, jemand an den alten East Life gedacht hat. Ja. Oh. Was war das andere nochmal? Heißt ja auch noch mal ein wenig Spinnfeldstein. Ah, hier, Elaine Windenbeck in Warenheim. Eliane, ach Gott, Eliane Windenbeck. Waren wir nicht vorhin in Warnheim? Ach nee, das war da, wo ich beinahe aus Versehen hingereist wäre. So, dann... Heißt aber, wie baut man sich eine Brücke? Ich könnte versuchen, eine Brücke zu bauen, weil ich muss ja über diese. Naja, das mache ich erst, wenn ich weiß, dass es soweit ist. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder zurück, ne? Na, geil. Glaube ich, da unten gestartet. Und wieder zurück. Nach Oberorgen. Thank you.
eitrige Krötenschirme sind richtig viel wert. Da wollte ich auch gar nicht hin. Er wollte wohl die Löwen reiten. Unerhört. Laufen aber viele Löwen in der Gegend rum. Diebesbanden werden da wohl gefressen. Ja, Fenrir. Ich glaube auch. Sollst du dich hinbewegen? Guck doch mal, was ich dir sage. Ist der schon tot, der Löwe? Der ist anscheinend schon tot, ja. Na dann. Mach ihn fertig, Mucho Bär! Weiterreisen. Alles klar. Jetzt lasse ich mal 3 Stunden suchen. Oh, Yoruga-Wurzel.
Mist. Ich glaube, von Auplock gab es einen Weg nach Warnheim, ne? Ja. Die ist gar nicht so schlecht. Guck euch das mal an hier. Kommt mit richtig vielen Kräutern nach Hause. So, da muss ich jetzt gucken, dass ich da richtig abbiege. Von da komme ich. Da müsste es dann noch sein, oder? Weiterreisen. Ich muss mal gucken. Hunger, Durst. Haben die keinen Hunger, kein Durst oder haben sie Hunger und Durst? Nee. Scheint nicht. Die obligatorischen zwei Löwen. Vielleicht? Nee. Den Löwen sollst du angreifen. Geh doch.
ich freue mich schon darauf, wenn man in der Diagonalen angreifen kann. Soon. Das nächste Junggesellen-Löwenrudel. Oh. Jetzt tun sie mir irgendwie leid. Der müsste doch eigentlich bald sterben hier. Ja, eine Löwe. Oh. Habt ihr gesehen, wie er mit der Hinterpfote gezuckt hat? Alten 6 Abenteuerpunkte. Weiterreisen. Da kommt die Brücke, genau. Nach einem besser erhaltenen Übergang umsehen. Nach einem Umweg von sicherlich 8 Meilen findet ihr eine Stelle, an der ihr den Bach ohne Risiko überspringen könnt. Und nach etwa 2 Stunden befindet ihr euch wieder auf der Straße von Warnheim nach Aublock. Wir wollen aber von Aublock nach Warnheim. Ist schon richtig, ja. Das ist richtig lukrativ mit dem Kräutersuchen. Upala, mal was Neues. Oh, das erste, was du machst, du machst die Augen auf, guckst in so ein Ork-Gesicht und was so blitzig Wind.
Zauber misslungen. Irgendwie hat Alrigo anscheinend nicht mehr so viele Bewegungspunkte. Warum hat er denn der so viel Zeug? Verstehe das nicht. Na also. Ja, den kann ich. Der kriegt Ignifatius? Nee. Ja, schön. Versuchen wir es nochmal. Nee, okay. Nein, verklickt.
Zwerg hat irgendwie auch keine Bewegungspunkte mehr. Das muss ich gleich mal überprüfen. Oh nein! Waffe wechseln. Einer noch. Das war's. Sehr gut. Hier nehmen wir mit. Dann noch, glaube ich, gleich da. Yay! So. 3 Bewegungspunkte. Das ist ja nicht so viel, ne? Wieso hat er nur so wenig Bewegungspunkte? Jetzt ist er plötzlich durstig, ne? So, hier habe ich doch Schwert. Warum hat der so wenig Bewegungspunkte? Ist das ein Barrenmetall? Nee, das ist ein Schleifstein. Kann's nicht sein. Ja, ich will meine Ruhe. Wie er die Augenbraue hochzieht und mich anguckt. Nein, nicht schon wieder der Haken. Ach, der Haken. Ich laufe hier erstmal ein bisschen rum. Ah, nein! Ach, dieser Typ! Und decke ein bisschen die Karte auf.
Ja, das war ja schon mal... Habe ich ja schon mal einen Tempel gefunden. Und ein... Dings. Wandrat der Gerissene. Ja. Warnheim. Hä? Nein. Warnheim. Das war ein Heiler. Taverne. Nee, okay, keine Taverne. Olgarten Nordfahrer. Die haben auch alle ganz unterschiedliche Angebote, ne? Kannst du gar nicht alle sagen, so, nö, den brauche ich nicht. Kann man dann wahrscheinlich reparieren lassen. Oder ich verkaufe es einfach.
Ja, jetzt hat er fünf Bewegungspunkte. Irgendwie anscheinend war der zu schwer beladen. Komisch. Na gut. Okay, weite Flur. Die Rückwände von Häusern. Nein. Da war ich schon. Taverne gefunden. Doch, habe ich. Nee, habe ich nicht. Das war eine Herberge. Keine Taverne. Nein. Da. Nein, auch nicht. Aber essen wir, glaube ich, trotzdem nicht schlecht. 18 Silbertaler, das ist günstig. Das günstigste bis jetzt. Ich mache jetzt für heute Schluss. Ich bin nämlich völlig fertig. Ich weiß auch nicht, ich habe ein bisschen geschlaucht. Und ich habe in den letzten Nächten sehr schlecht geschlafen. Deswegen werde ich jetzt gleich ins Bettchen gehen, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielen Dank für eure Kommentare im Chat. Aber ich bin gerade so müde und ich krieg schon so ein bisschen Kopfschmerzen. Deswegen werde ich jetzt einfach ins Bett gehen. Ich glaube, das ist das Beste, was ich jetzt machen kann. Es ist ja auch schon Hayabubu-Zeit. Ja, normalerweise spiele ich eigentlich gerne ein bisschen länger, aber ich glaube, heute geht das nicht. Aber es war trotzdem sehr witzig. Ich bin auch schon ein bisschen gespannt. Also, jetzt kann auch langsam mal ein bisschen was passieren hier. Und damit meine ich nicht die Löwen, die sagen, wenn sie sterben, sondern Geschichte, Story, packende Inhalte, all das und noch viel mehr erfahrt ihr, wenn es wieder heißt, Nessie spielt am Dienstag DSA-Dinge. Also, ich gucke jetzt nochmal, ob ich euch irgendwo überrate. Schauen wir mal. Dann raide ich euch zu Orkig rüber. Okay. Ja, ich knuddel auf jeden Fall, Boris. Auf jeden Fall. Also, dann bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns.